ich bin der Arthur und heute habe ich die Fame Forum SD4 Piezo. Und da würde ich mal sagen, lass uns loslegen. Okay, dann lass uns doch mal mit der Kopfplatte beginnen. Da haben wir 6 Schallermechaniken. Die Gitarre ist aus Mahagoni komplett. Bis auf die Decke, die ist natürlich aus Riegelahorn, ist wunderschön gemasert. Die Tonabnehmer sind von Samuel Duncan, genau, Modellbezeichnung ist SH2 und SH4. Hier haben wir einen Single-Coil-Switch, das heißt, man kann die Humbucker auf Single-Coil umschalten. Das ist der Standard-3-Wege-Schalter, den man von ganz vielen Gitarren kennt. So, und jetzt würde ich gerne die Besonderheit zeigen, das ist nämlich dieser Push-Pull-Poti hier, mit dem kann ich den Piezo-Tonabnehmer aktivieren. Und in dem Moment übernimmt dieser Regler die Mix-Funktion, das heißt, ich habe die Möglichkeit, entweder Piezo-Tonabnehmer oder die Humbucker zu wählen oder eben auch Single-Coil oder auch das Ganze zu mischen, je nachdem, wie es mir am besten gefällt. Da würde ich mal sagen, lass uns mal die Soundbeispiele mal anhören. So, das Ganze noch mal verzerrt. Das Ganze jetzt als Single Coil, der Steghumbucker ist jetzt auf Single Coil geschaltet. Mittlere Position, beide Humbucker als Humbucker. Jetzt als Single Coil. Neckhumbucker mit Piezo. Neckhumbucker als Single Coil. So, nochmal das Ganze verzerrt. We'll be right back.
als Single Coil. Beide Humbucker zusammen. Als Single Coil. Und der Neck Humbucker als Humbucker mit Piezo. Und zuletzt noch als Single Coil. Die Fame Forum ist eine wunderbar verarbeitete Gitarre. Für knapp 900 Euro bekommt man eine Top-Gitarre aus Danzig. Die lässt sich super spielen, hat alles, was man braucht, einen sehr eigenen Charakter und lässt sich durch den Piezo-Tonabnehmer noch erweitern und hat einige Möglichkeiten, die man sonst von anderen Gitarren nicht kennt. Und zum Schluss würde ich euch gerne noch einzeln nur den Piezo-Tonabnehmer vorführen. Das wäre es dann auch soweit von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.